Mitten in der Nacht kreuzt er hier auf. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Lass die albernen Sprüche und komm mit in die Schule. Was haben sie dir denn in den Kaffee getan? Ey, ich meine das ernst. Lange macht das Anne bestimmt nicht mehr mit. Und dann gibt's eine Konferenz und wenn du Pech hast, fliegst du. Bevor das passiert, habe ich mir einen Attest besorgt. Und alle, die gesagt haben, ich würde schwänzen, werfen sich vor mir in den Staub und müssen sich tausendmal entschuldigen. Genauso wird's kommen. Und was ist mit der Suche nach deinem Vater? Gibst du auf? Quatsch. Wie kommst du denn da drauf? Wir haben nichts gefunden. Obwohl wir so ziemlich alles abgegrast haben. Ja, dann war es eben die falsche Weide. Das heißt, wir haben uns die Nacht völlig umsonst um die Ohren geschlagen. Ja, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Ja, wo willst du denn noch suchen? Oder willst du einen weltweiten Speicheltest durchführen? Aber das könnte teuer werden. Ich weiß, ich werde meinen Vater finden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber ich weiß, eines Tages werde ich ihm gegenüberstehen. Ich an deiner Stelle würde mir nicht ganz so große Hoffnung machen. Ey, dein Vater kann am anderen Ende der Welt sein. Da, wo du niemals hinkommst. Vielleicht weiß er nicht mal, dass es dich gibt. Sieh mal an. Endlich eine Neuigkeit, die diese Bezeichnung auch wirklich verdient.